1100 Menschen sind in der vergangenen Woche bei dem Versuch, in ein besseres Leben geraten zu können, gestorben. Ertrunken im Mittelmeer, weil sie auf viel zu kleinen Booten transportiert wurden. Nach Tagen der großen Worte sollten gestern beim Sondergipfel der EU-Staats- und Regierungschefs Taten folgen. Geeinigt hat man sich darauf, die Mittel für die Grenzschutzorganisationen zu verdreifachen, sonst blieb man vage. Für die NGOs, die Nichtregierungsorganisationen, sind die Beschlüsse des Gipfels daher viel zu dürftig, berichtet Claudia Lind. Das ist das britische Angebot, das Flaggschiff HMS Bulwark, sowie je drei Hubschrauber und Küstenschutzboote. Aber Flüchtlinge will Großbritannien nicht aufnehmen. Doch wohin mit ihnen? An dieser Frage scheitert die britische Initiative. Für die Operation Triton der Grenzschutzagentur Frontex verdreifacht die EU die Mittel. Wir haben einen wichtigen Schritt vorwärts gemacht. Es war richtig, sich damit auseinanderzusetzen. Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker versucht gar nicht, sich das magere Ergebnis des Gipfels schönzureden. Ich habe gehofft, mehr zu erreichen, aber das war nicht möglich. Wiederholtes und andauerndes Politikversagen der EU. So klassifizieren Flüchtlingsorganisationen Ergebnis und Ideen des Gipfels. Auch die UNO und Amnesty International lassen kaum ein gutes Haar daran. Lager in den kriegs- und krisengeschüttelten Staaten Nordafrikas. Jagd auf und Vernichtung von Schlepperbooten. Die Idee ist nicht nur fatal, die ist dumm, denn damit besorgt man das Geschäft der Schlepper. Denn was wird passieren? Es wird neue Boote geben, es wird kleinere, noch unsicherere Boote geben, es wird Schlauchboote geben und die Preise werden explodieren. Das heißt, die Menschen werden noch mehr dafür zahlen, dass sie noch unsichereren Booten dem Tod ausgeliefert sind. Dass sich die EU nicht über die Aufnahme von Flüchtlingen einigen kann, die das UN-Flüchtlingshochkommissariat bereits ausgesucht hat, ebenfalls ein Politikversagen. Es gibt 800.000 Menschen, die der UNHCR schon ausgewählt hat. Und Europa hat im letzten Jahr 5.500 davon genommen. Statt die EU entscheiden Schlepperorganisationen und Zufall, wer den Weg nach Europa schafft. Diese Abschottungspolitik der Europäischen Union, die besorgt das Geschäft der Schlepper. Das heißt, die Schlepper entscheiden, es entscheidet, habe ich Geld oder habe ich kein Geld. Und es entscheidet der Zufall, auf welches Schiff komme ich. Flüchtlingsorganisationen verlangen von der EU zu handeln. Ausreichend Mittel zur Verfügung zu stellen, um Menschen vor dem Ertrinken zu retten und legale Wege für Asylsuchende zu schaffen, statt den Schleppern in die Hände zu spielen.